1919, diese Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als sich alles änderte, nicht nur in Deutschland, im Gesamteuropa, dieser Aufbruch nach Neuem und ja, um den neuen Mensch zu finden, die neue Frau zu finden. Dörte Helm hatte unglaubliche Träume. Für sie war einfach die Welt, glaube ich, nicht groß genug am Anfang. Wie nähert man sich so einer Frau, die ja leider 1941 hier in Hamburg an einer Infektion verstorben ist? Also wenig Material. Es geht, obwohl man sagen muss, es gibt ja über das Bauhaus, ich meine, wir haben das Glück, wir haben dieses Jahr 100 Jahre Bauhaus, das heißt, nach meiner Vorbereitung zu der Serie hatte ich sehr viele Bücher in meinem Warenkorb, weil es sehr viele Bücher dieses Jahr gibt. Es sind Bildbände, es sind Romane, es sind zeitgenössische Texte. Also es gibt schon sehr viel, über das man lesen kann. Das Tolle an der Dörte für mich war, dass die aus einem sehr erzkonservativen Haus kommt und in diese, eigentlich an ihre Kunstschule geworfen wird, die jetzt plötzlich Bauhaus heißt, unter der Leitung von Gropius, und ziemlich schnell kapiert, dass sie so, wie sie bis jetzt gearbeitet hat und wie sie bis jetzt gedacht, gelebt hat, dass sie so nicht bestehen wird am Bauhaus. Insofern muss sie sich sozusagen neu erfinden. Aber sie war jetzt keine Figur, die von Anfang an offen war für alles, überhaupt nicht. Dörte war immer, glaube ich, eine sehr neugierige Frau, aber nicht unbedingt offen. Ich glaube, das lernt sie erst innerhalb unserer Geschichte, wie toll das sein kann und wie, was das für einen Mehrwert hat, wenn man eben offen auf Menschen zugeht oder mit Dingen umgeht. Es ist eine wirklich wunderschöne Serie geworden, also von der Ausstattung her und dem ganzen Drumherum. Chapeau, wirklich klasse. Wie schwierig war es trotzdem, wenn es viele Fotobände, statische Fotos gibt, sich einer Figur aus so einer für Frauen in der Bundesrepublik Deutschland heute schwer nachvollziehbaren Zeit, weil Frauen haben sich damals was erkämpft, nicht nur Wahlrecht, sondern auch, dass sie ja eben sich diese Freiheiten, diese kleinen genommen haben und vielleicht am Ende dann doch im Schatten der Männer standen. Aber wie schwierig ist es, so eine Frau zu spielen, die am Anfang, ja, wie Sie schon eben sagten, so zurückgenommen ist und dann eben dieser kleine Keim, ist wie so eine Blume, die da aufgeht. Also ich meine, das Tolle ist doch, dass es wahnsinnig aktuell ist, was wir erzählen. Es ist fast zeitlos. Und das, wofür sie kämpft, nämlich, dass es eben nicht eine reine Frauenklasse gibt, sondern dass sie das machen darf, wofür sie angetreten sind, die ganzen Frauen, nämlich genau wie die Männer auch, um Architektur zu studieren, um Möbel zu bauen, um zu malen, um auch meinetwegen zu weben, aber eben nicht nur das. Ist ja heute die Diskussion mit, dass Frauen und Männer die gleiche Arbeit machen und die Männer verdienen mehr Geld. Also insofern ist es ja wahnsinnig aktuell. Ich finde es toll, dass unsere Serie eben nicht das klassische Happy End hat. Weil so ist es ja heute auch ganz oft. Und es ist sozusagen, es ist eigentlich, es ist wie so ein Bogen, das ist so, wie so ein kleiner Sprössling, der so kurz Hallo rufen darf, hier bin ich, und dann wird er leider im Keim erstickt. Das erinnert ja nur daran, wo wir wieder sind. Richtig. Die Formen, die Inspirationen, Sie haben schon gesagt, was bedeutet heute Bauhaus für Sie? Ich habe Bauhaus zum Beispiel ironischerweise das erste Mal in Tel Aviv kennengelernt. Mhm. Da gibt es zum Beispiel Bauhaus und dann in Amerika. Aber man ist so überrascht darüber, weil es etwas ist, als ob man die Leute sich fast dafür schämen, dass es diese Zeit gegeben hat, und mit einem, ach Gott, ja, 100 Jahre Bauhaus, jetzt ist es da. Was kann man übernehmen noch aus der Bauhauszeit? Dieses Lichte, dieses Offene, dieses Neugierige? Also ich meine, was schon bei dem Drehen absolut auf uns alle abgefärbt hat, war so ein ganz komischer Geist von Bauhaus, dass man unfassbar lebenshungrig war und mutig und über seine Komfortgrenzen hinausgegangen ist und uneitel. Und das haben wir irgendwie, war das so, sowohl das Ensemble als auch das Team haben das alle so gespürt und haben das auch genauso gelebt in dieser Zeit. Machen Sie sich, wenn Sie sich auf eine solche umfangreiche Rolle vorbereiten und auch Zusatzmaterial, machen Sie sich Notizen, stellen Sie Fragen, dass Sie auch mit den Kollegen über Dinge sprechen?
wenn sie so eine Rolle spielen? Ja, die Vorbereitung bei dieser Figur war, ich hatte glaube ich 3 Monate Vorbereitungszeit, was ich auch gebraucht habe. Ich habe viel Zeichnerunterricht gehabt, ich habe Weben gelernt, ich hatte Tanzunterricht und habe natürlich eben diese ganzen Bücher und Romane und Bildbänder durchgeforstet. Ich habe sozusagen eine eigene kleine Bauhausbibliothek jetzt bei mir. hatte auch das Glück, dass ich mich mit der Tochter von Dörter Helm treffen konnte, Frau Heise. Die war zwar erst 3 Jahre alt, als ihre Mutter gestorben ist, trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich ein bisschen was von dem Geist von Dörter Helm mitbekomme. Die Tochter hatte ja so ihre Schwierigkeiten mit der Verfilmung, so ein bisschen. War das ein Thema? Nein, ich glaube, Frau Heise hatte vor allem Schwierigkeiten mit dem anderen Film, mit Lotte am Bauhaus. Der hatte sie, glaube ich, sehr enttäuscht. Sie hat unsere Verfilmung gesehen in München und war absolut begeistert. Das hört man gerne. Ja. Das ist ein großes Kompliment für die Schauspielerin. Frage, ich habe es bei Oos auch gefragt, müssen Sie noch Castings machen? Absolut. Also es gibt immer wieder, und ich finde das aber überhaupt nicht schlimm, ich finde Castings überhaupt nichts Verwerfliches, im Gegenteil, weil ich caste in diesem Moment genauso den Regisseur, ob ich mir vorstellen kann, mit dem 6 Wochen oder wie in unserem Fall 70 Drehtage arbeiten zu wollen, zu dürfen. Also insofern, ich mag Castings, ich mag auch ich sehe das nicht mehr als eine Prüfungssituation. Ich habe eher das Gefühl, man darf sich kennenlernen, man darf auch neue Kollegen kennenlernen, mit denen man vielleicht noch nicht gespielt hat oder welche, die man schon ganz lange kennt, aber eben noch nicht spielen konnte zusammen. Also ich mag Castingsituationen, ich habe damit überhaupt kein Problem. Nun ist es mit dieser Serie, ich habe sie nur vom Weiten, aber ich habe sie gesehen in Cannes, da, wie sie da gestanden haben. Das ist ja dann nochmal eine neue Dimension, dass jetzt Serien größer vermarktet werden und für ein breites Publikum. Wie ist das so, als Schauspieler ein bisschen die Haut zum Markt dann nochmal auf eine andere Weise zu tragen? Soziale Medien, da brüllen dann so 100 Fotografen, lächeln oder irgendwie so. Ist das eher, dass man das mitnimmt jetzt, weil Serien so populär geworden sind, oder das gehört zum Geschäft, das Klappern? Irgendwie gehört das zum Geschäft, ehrlicherweise. Also ich unterscheide jetzt auch nicht, ob es jetzt eine Serie ist oder nur ein Film, bei meinem, wenn ich entscheide, ob ich was machen will oder nicht. Bei einer Serie hast du natürlich als Schauspieler die Möglichkeit, gerade wenn du die Hauptrolle spielst, dass du über einen langen Zeitraum eine Figur entwickeln darfst und eben auch mal ein paar Umwege gehen kannst, um am Ende trotzdem am Ziel anzukommen. Das kannst du bei einem 90-Minüter, kannst du keine Umwege machen. So. Das stimmt. Das ist der große Unterschied. Aber ansonsten dieses Ganze, was davon, wie das von außen gesehen wird, und dann, ich beschäftige mich damit ehrlicherweise nicht. Das finde ich gut. Sehen Sie selber Serien? Ist es so, dass Sie, wenn Sie dann Freizeit haben, auch mal sagen, oh Gott, jetzt gucke ich mir mal 6 Wochen eine Folge? Das wäre mir viel zu lang. Ich würde niemals 6 Wochen eine Serie gucken, das würde mich wahnsinnig machen. Also es gibt immer wieder Serien, die ich gerne gucke. Ich habe damals tatsächlich wirklich erst mit Homeland angefangen, also ich war ein richtiger Späteinsteiger. Mochte die sehr, also die ersten 3 Staffeln, dann habe ich aber auch aufgehört. Also ich finde, ich mag Miniserien tatsächlich total gerne. Ich mag dieses Format, oder meinetwegen auch 10 Folgen, aber ich mag dieses Format, das was abgeschlossen ist. Denn immer auf eine 2. und 3. Staffel zu warten, würde mich, glaube ich, als Superfan total wahnsinnig machen. Insofern begebe ich mich da gar nicht erst rein in diese Abhängigkeit. Sie sind sehr, sehr vielseitig. Sie spielen alle möglichen Genres. Was für Wünsche haben Sie noch so an die Zukunft? Was ist nochmal so, ja, nochmal die Krimi-Rolle oder die Medizinerin? Ich weiß nicht, die Soldatin im Ausland, die Journalistin. Ah, wissen Sie, ich werde jedes Mal so überrascht mit den Angeboten, die ich kriege. Und ich habe so viel Glück und darf so vielseitig spielen, dass ich keinen Wunsch habe. Gut. Ja. Ich bedanke mich. Danke auch. Und wünsche alles Gute. Toi, toi, toi. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Gerne.